Hallo Leute, hier ist wieder euer Fat Gamer mit dem nächsten Teil von Final Fantasy X. Ich habe ja vorher schon einen Test gemacht. Jetzt habe ich beschlossen, ich mache es vielleicht zu einer Art Tagebuch, das Ganze. Meine Reise durch die Welt von Final Fantasy X. Und wir sind jetzt von Beside Island weg und sind jetzt bei Port Kilika. Das ist die nächste Insel. Und jetzt könnt ihr euch mal anschauen, was hier so abgeht. Erstmal speichere ich erstmal. Wir haben Yuna, eine Beschwörerin, getroffen. Ich habe euch schon ein bisschen was erzählt da. Letzten Test. Und jetzt gehen wir zum Tempel und wollen beten. Hi. Als Leibgarde. Ja, klar. Not a guardian, then. I just want him nearby. Huh? Hi. What? What do you mean? It's just that... Well... We're all going to the temple anyway. Can you just wait for me, then? Yeah, die mag ihn wahrscheinlich. I'm sorry. I shouldn't have... There's nothing to be sorry about. I'm just not really sure what's going on. Der weiß ja so nie, was, um was es geht. Das ist der Hauptcharakter übrigens, wenn ihr erst jetzt eingeschaltet habt. Die Leibgarde tut gerade die Yuna, die jetzt gerade da gesprochen hat, beschützen. Hört euch mal die schöne Musik an. Ist einfach wunderschön. Kann ich euch nämlich auch ein paar. Sehr gut. Ein paar Kämpfe auch noch zeigen. Was ist das? Da kann ich gar nichts lesen. So, jetzt sieht er erstmal den ersten Kampf. Also aus meinem Kernspucken. Jawohl. Okay, das heißt, ich kann mir jetzt die Fähigkeiten vom Gegner abschauen. Jetzt kann ich Kernsprung. Super. Toll. Feintechnik, Kernsprung. Achtung. Oh. Wow, das ist für eine eigene Waffe weg. Au. Schon wieder. Probieren wir es mal. Wir haben das nämlich auch uns schon geholt. Anscheinend kann ich das nicht so gut. Jetzt zum Beispiel ist er anfällig gegen Hitze, der Charakter, also das Monster. Deswegen tun wir es. Töten. Ja. Ich habe vorhin gerade eine nette Sache da erfahren. Also ich habe es schon gewusst, aber ich will es euch nicht vorenthalten. Die Erklärung. Es gibt eine Erklärung für die Monster, die da auftauchen. Und zwar sind es die... wenn Sin, das ist der große böse Gegner da, die attackiert, dann haben die Menschen sozusagen keinen Körper mehr, das sind ruhelose Geister und die sind wütend auf die Lebenden und wenn der Hass, der Neid schwenkt um in Hass und dieser Hass macht sie dann zu Monstern und gegen die kämpfen wir gerade die ganze Zeit. Eine lustige Sache, finde ich, und eine sehr interessante Erklärung. So. Jetzt zeige ich nochmal beim Sphero-Brett, bin hier nämlich schon ein wenig weiter. Das heißt, da kann man die ganzen Fähigkeiten und so weiter machen. Jetzt gehe ich gerade einen Schritt weiter. Ich gehe dann auch dahin. Oder gehe ich den anderen Weg? Also ich glaube, ich werde den Weg gehen. Und ja, es ist immer sehr schwierig jetzt beim Profi-Brett, weil da kann man so viel machen, kann sich so viel entscheiden. Jetzt gehen wir mal hier weiter. Vielleicht findet man noch was Interessantes. Wunderschön, jetzt gehen wir gerade über die Brücke. Und haben natürlich wieder, kommen wieder in einen Fight. Also das ist Kilika. Ich finde es sehr interessant. Mal anfeuern. Ein
Das ist eine wunderschöne Insel. Das ist die zweite Insel. Naja, kommen wir weiter dann nach Lucca, zur Hauptstadt, wo dann endlich mal dann, wo ich nämlich heute die ganze Zeit spielen wollte, ich spiele jetzt schon über 3 Stunden, wo dann mal die Hauptstadt zu sehen ist, erstens, und zweitens kann man da Blitzball spielen, was ich natürlich sehr toll finde. Burn, hoi. Coole Spruch und Burn. Nicht mal tot, na toll. Jetzt nicht mal tot. Jetzt los. Zum Glück im Leben. Natürlich ist es so, dass derjenige, der sehr viel Magie anwenden kann, auch ziemlich schnell drauf geht, hat am wenigsten HP-Punkte. Dafür richtet, ja, sie ziemlich viel Schaden an. Ich will keine Sprung. Ich hatte keine Sprung. Kein Problem. Machen wir tot. Genau. Also so seht ihr, so laufen die Kämpfe ab. Also es ist nicht sehr sonderlich spektakulär da. Und so kämpft man sich einfach durch und lauscht der wunderschönen Geschichte, die mir natürlich sehr viel bedeutet. Ja, das ist die Insel Kilika. Wir können da noch ein bisschen schauen. Okay, da sind ein paar Leute. Und jetzt? Alles klar. Wir sagen es euch schon, wenn wir einen Schuppel sehen. Also, es gibt sehr viel Zufallskämpfe hier. Ha! Jetzt können wir mal die verschiedenen Fähigkeiten testen. Das ist ein schneller. Den müssen wir natürlich auch mit einem schnellen töten. Jetzt machen wir den. Wir können natürlich auch wechseln. Zeige ich mal. Der Waka, der ist vor allem für Fernangriff und für Viecher in der Luft zuständig. Deswegen hauen wir das Vieh weg. Und Lulu ist natürlich für das heißt, Blitz ist sehr, also Blitzwesen ist sämtlich gegen Wasser. Und das wenden wir doch mal an und sehen gleich mal, dass es drauf geht. Die Kombination ist natürlich eine sehr gute von den dreien. Wie ihr seht, gleich alle fertig. So. Machen wir das mal auf das Ferrobrett wieder ein paar Sachen, ein paar Schritte. Gehen wir hier weiter. Benutzung, Kraft, Abwehrkraft ist gestiegen, gut. Da benutzen wir noch was. Oh, Ability. Okay. Kimari. Der läuft entweder hier. Wir können jetzt erstmal schauen, wo er hinlaufen will. Wenn er da läuft, dann kommt er auf Geschick. Okay, Stunde. Nee, da wollen wir nicht lang schicken. Wenn wir da runter schicken, kann man noch Eis, Feuer und so weiter lernen. Da will ich ihn eigentlich auch nicht gern hinschicken. Wenn ihn da hoch schickt, dann macht er eigentlich den anderen Weg. Das heißt, Trefferwort, Flex, Hast und so weiter. Ich würde sagen, dazu mein Kimari hinschicken. Das heißt, wir bewegen ihn jetzt. Da. Genau. Den umgekehrten Weg sozusagen von Tidus, der immer da gegangen ist hier. Genau. Ja. Noch weiter. Kann ich mit denen reden? Schon wieder üben. Wie üben die? Ah, die Leibgarde, die ist einfach hardcore. Die will sozusagen, die das böse Monster gegen den Sinn will sozusagen was machen. Naja, ob das gelingt, weiß ich nicht. Jedenfalls weiß ich, ja, wieder was gefunden haben. Ihr seht, es ist wirklich ein wahnsinnig schönes Rollenspiel. Und das war der zweite Teil, und zwar die wunderschöne Insel Kilika. Und wir sehen uns beim dritten Teil. Da zeige ich euch Lucca und danach wahrscheinlich mal ein Blitzball-Turnier. Ich hoffe, das kann jetzt alles ausstrahlen. Und ihr freut euch drauf. Das war Final Fantasy X, Teil 2 vom Tagebuch von Fat Gamer, Kilika, Port Kilika, und bis bald. Ciao!